www.reboot-potsdam.de. Familien, Paare, ich mache sie glücklich. Mhm. Laufen wir mal auf. Outdoor-Fitness für Mütter. Reboot-potsdam.de. Outdoor-Trainer, A-Lizenz, Group-Fitness-Trainerschein. Ich liebe Abgründe, aber viele haben Spaß dran vor Publikum. Jurtegespräche. Begegnungen unterm Filzdach. Und jetzt könnten wir sozusagen direkt anfangen, wenn du magst. Ja, na klar. Weil du hast ja schon mal reingehört, wir sind immer unvorbereitet. Ja, das fand ich jetzt total charmant, weil also nach Vorbereitung waren wir jetzt auch so gar nicht mehr. Bisschen im Winterstress, ja. Ja, hast du viel Stress jetzt? Familie, Beruf? Nö. Nichts. Nö. Ach, ja, doch. Nee, die Videos haben mich gestresst jetzt am Wochenende. Sonst nicht. Ja. Ja, von den Videos kannst du gleich auch noch erzählen. Jetzt sag aber erstmal, wer du bist. Oder sollen wir dich vorstellen? Ich kenne dich ja kaum. Ich kenne ja Jana aus dem Park eigentlich. Mhm. Laufen wir mal auf. Ja, genau. Und dann machst du aber noch viele Sachen drumherum. Ja. Und ab und zu hat man mal einen ganz netten Smalltalk und da dachte ich, Mensch, wer so unterhaltsam ist, jetzt will ich nicht zu vornehmen, aber dann passt du auch super hier in unsere Podcast-Runde. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Mich sehr gefreut. Das ist mein allererster Podcast. Ach ja. Das ist doch cool. Ja, super. Dass ich den hier in der Jurte kriege. So schön. Hörst du manchmal Podcasts? Selten, aber ja, manchmal schon. Ich bin eher Fraktion Hörspiel. Das finde ich super. Hm. Ich höre auch immer noch die Kinderhörspiele, 3 Fragezeichen. Seit über 40 Jahren. Das bleibt spannend. Ja, das ist großartig. Hörst du die auch manchmal, Matthias? Nee. Nee, gar nicht? Ich höre eigentlich nie was außer ein bisschen Musik beim Sport. Früher konnte ich immer ohne Musik Sport machen, aber jetzt brauche ich immer irgendwie was für einen Rhythmus, so dass ich schön ruhig mein Ding machen kann. Motiviert ja auch. Ja. Und ich habe so eine Kopfhörer auch, da kannst du die, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch ist, da kannst du das Noise Cancelling, dann machst du die Geräusche so ein bisschen weg. Ist zwar doof, wenn einer von hinten kommt, dann hörst du den auch nicht, aber ich versuche ja, dass keiner mich überholen kann und dann geht das. Ach, du gehst joggen? Nee, Rollski. Also im Winter bin ich ja eh Langläufer und dann jetzt habe ich das mir für den Sommer auch zugelegt. Ja, dafür ist ja der Buga Park super. Ja, ja. Für bisschen Rutschi. Grober Asphalt, aber da hat man jetzt ein bisschen noch eine Anstrengung. So ist ja eh flach, es sind ja keine Anstiege groß. Mm. Genau. Hm, nicht schlecht. Ja. Ich bin der unsportlichste von uns dreien, nehme ich. Obwohl, du bist doch Angler. Genau, das stimmt. Ist offiziell auch ein Sport, ne? Hm? Ja. Ach ja. Aber das muss man erstmal schaffen, so lange auf einem Fleck zu sitzen. Oder zu stehen und versuchen, diesen Geduld. Fisch zu überlisten und ihn dann zu essen. Geduldig zu sein. Ja, ich finde das schön, in der Natur zu sein. Drauf. Machst du Fliegenfischen auch? Mache ich auch, aber... Baust du die selber? Selten, ja. Das mache ich dann tatsächlich. Ach, echt? Ja. Oh, krass. Aber selten, ich schaffe es nicht öfter als einmal im Jahr oder so. Du musst die erlauben. Ich habe neulich nämlich einen Bericht gesehen. Jetzt weiche ich mal ein bisschen ab, aber einen Bericht Wir gesehen. Wir sagen auch noch gleich was zu dir. Vom Balkan unten gesehen, da ging es um den Fluss, den die irgendwie durch eine Autobahn da so halb kaputt machen. Aha. Oder ein Stückchen sogar ganz kaputt gemacht haben. Und da ging es auch um Angelei. Und der hat dann eben extra für den Fluss die Fliegen selber gebaut. Ah, krass. Weil es dann eben die Insekten, dann müssen die sein. Kannst du dir irgendwas anderes anbinden, dann fängst du nichts. Also besonders stolz war ich, als ich von unserem Zwergkaninchen zu Hause das Fell geklaut. Ne, also die schmeißen ja irgendwie im Sommer das Fell ab vom Winter, das dicke Winterfell. Ne? Und dann habe ich daraus Fliegen gebaut und habe tatsächlich Forellen damit geangelt. Mit Hasenfell? Ja. Das ist ja krass. Kaninchenforelle oder was? Yeah, krass. Genau. Kaninchenfliege. Ist doch lustig. Aber Outdoor ist ein gutes Stichwort, weil alles, was ich mache, mache ich ja auch Outdoor. Geschäftlich. Ah, also den Sport, Lauf, Mama, Lauf, ist ja Outdoor-Fitness für Mütter. Das sind wir sowieso mal draußen. Meine Personal-Trainings mache ich auch immer draußen und meine Coachings auch. Was für Coaching? Das ist mir ja auch neu gewesen, dass du Coach bist. Das bin ich ja eigentlich. Ach so. Der Sport ist neu. Nee, ich bin ja Sozialarbeiterin von Grundberuf vor vielen Jahren. Hier habe ich in Potsdam studiert. Ja. Da stand sie noch am alten Markt und so bin ich überhaupt nach Potsdam gekommen und dann halt hier hängen geblieben in Medstop und habe dann 16 Jahre Sozialarbeit gemacht in Potsdam und in Berlin. Ah ja. Und habe in der Jugendhilfe gearbeitet, in der aufsuchenden Familienhilfe. Da hilfst du halt den Familien, dass sie halt als Familie gut klarkommen und alle glücklich sind in der Familie. Nicht nur die Kinder oder nicht nur die Eltern, sondern alle zusammen. Und es war ein richtig toller Job. Aber jetzt so vor knapp 5 Jahren habe ich dann gekündigt in Berlin
Mhm. Und habe mich selbstständig gemacht. Und der Sport, der ist sozusagen, schon als ich noch Sozialarbeiterin war, so nebenbei in mein Leben gekommen. Mhm. Als ich dann meine zweite Tochter gekriegt hatte, habe ich teilgenommen bei Lauf Mama Lauf. Ach so, echt? Da war die erste Schwung, da haben sie gerade hier gestartet. Mhm. Das ist jetzt ja 11 Jahre her. Mhm. Fing sie hier erst an. Und dann dachte ich, oh, wie geil ist das denn? Simpel, also vom Konzept her, ne? Man muss jetzt nicht irgendwie auch als Teilnehmerin irgendwie ist ganz einfach, kommst halt im Park und fertig, mhm, geht's schon los. Und es hat mir total gut getan. Dann dachte ich, ach, das will ich auch können. Mhm. Und dann habe ich noch in der Elternzeit die Ausbildung zur Trainerin gemacht. Es war ein bisschen verrückt, aber gut. Was für Trainer macht man da für einen Trainerschein? Group-Fitness-Trainerschein. Aha, okay. Da gibt's so eine Basislizenz, ja. Und dann hatte ich Lunte geleckt und habe noch in den letzten Jahren ganz, ganz viele andere Lizenzen bis eben zu dieser Personal Trainer A-Lizenz gemacht. Und dann habe ich als Trainerin angefangen zu arbeiten für Lauf Mama Lauf Potsdam, bis ich dann Standortleiterin geworden bin. Und so war das immer seit, also ich fast 6, 7 Jahre habe ich beides gleichzeitig gemacht, die Sozialarbeit und den Sport, weil es ein super Ausgleich war für mich emotional. Ja, das verstehe ich auch. Sport ist sowieso immer ein guter Puffer auch. Ja, und ja auch die Bewegung hat ja den Müttern auch geholfen, psychisch stabiler zu sein, ne, ein bisschen Druck abzulassen, um dann auch entspannter durch den Alltag zu gehen. Also ja, sowas Soziales, so wie eine Art Gleichgesinnte zu treffen, oder? Ja. Und dann halt mehrere mit den Kindern waren, die haben ja auch alle ihre Themen, war. Definitiv, die brauchen ganz viel Austausch, die Frauen. Und das hat gezeigt, dass eben die Sozialarbeit und der Sport so richtig cool zusammenpassen. Mhm. Und deswegen habe ich dann, als ich mich selbstständig gemacht habe, natürlich beides mit reingenommen. Ne? Und berate jetzt weiter Familien, Paare, Einzelpersonen, mit und ohne Sport, je nachdem, so ein bisschen Baukastenprinzip. Also ich habe auch Coachings, wo einmal Beratung in der Woche und einmal Personal Training, wo man also schön auch Körper, Geist und Seele wieder ein bisschen rebooten kann. Was genau macht ihr dann mit den Müttern? Kinderwagen und dann so ein bisschen joggen gehen oder? Mhm. Kinderwagen anheben, Kinderwagen Weitwurf. Genau. Ah ja, auch gut. Ja, Lauf Mama Lauf. Da denken viele, dass wir eine Laufgruppe sind, was natürlich nicht der Fall ist, weil das sind ja frisch entbundene Mütter. Also je nachdem, wie sie sich fühlen, kommen sie 6 bis 8 Wochen nach der Geburt, können sie anfangen. Das machen die wenigsten, völlig verständlich. Meisten kommen so nach 10, 12 Wochen nach der Geburt. Und das heißt, wir brauchen ja wirklich postpartales Training, ne? Was den Beckenboden stabilisiert und das sanft, aber stetig trainiert wird. Und deswegen ist Joggen ganz zum Anfang überhaupt gar nicht angezeigt. Aber es ist nichtsdestotrotz ein sanftes Herz-Kreislauf-Training mit Kraftanteilen, so dass wir von Station zu Station im Park uns mit dem Kinderwagen fortbewegen, anhalten und dann Kräftigungsübungen machen. Ja, das ist super. Schön. Ich wäre hier auch mal nach der Toilette gefragt und wir haben ja keinen eigenen Anschluss im Nomadenland. Ja. Und dann müssen sie immer bis da vorne nach vorn laufen, dann schlucken sie immer, weil das 150 Meter sind bis zum Minigolf. Da sage ich, das ist ein super Beckenbodentraining. Ja, genau. Du musst immer anhalten, laufen sie. Oh, da muss ich dir mal Tipps geben, die du dir weitergeben kannst, dass du das schaffen bist da vorne. Ja, das ist beim Langlauf auch immer. Brauchst du auch so stabil, gerade Rumpf und so ist ja auch alles wichtig und Beckenboden. Und dann sage ich auch mal, das Pilates auf Skiern. Da wissen die Frauen zumindest die meisten, was damit gemeint ist, was da los ist. Ja, und auch Männer haben Beckenboden. Und auch der kann und sollte trainiert werden. Ja, aber die gehen selten zum Pilates. Dafür machst du Langlauf-Ski. Ja, aber das ist wirklich ein tolles Konzept. Also, weil es mehrere Fliegen mit einer Klappe schlägt. Ne? Das Kind ist an der frischen Luft, was ja die Mütter sowieso die ganze Zeit machen, spazieren gehen. Und die Frau ja auch. Nur, dass die Frau halt mehr gemacht hat als spazieren gehen. Sie hat jetzt wirklich ihrem Körper richtig was Gutes getan und das Kind war an der frischen Luft. Und ja, picobello. Ja. Und man trifft andere noch. So. Ja, auf jeden Fall. Also der Austausch ist ganz wichtig. Den fördere ich natürlich auch unter den Frauen. Und und wir gehen auch im Winter raus. Also wir sind das ganze Jahr über draußen. Das werde ich dann auch immer gleich noch gefragt, ob ich Winterpause mache. Sag ich, warum? Ich meine, immer wenn ich spazieren gehen kann, kann ich auch draußen Sport machen. Ja. Das, also, wie lange seid ihr dann unterwegs? Stündchen. Stündchen ist ja auch sportlich schon. Gut, das kann man auch im Winter, wenn Schnee und Eis liegt, noch machen. Ne? Natürlich, also gerade der wird ja warm beim Sport. Ja. Das ist ja eigentlich cooler als spazieren gehen. Ja. Schön, warm werden. Ich habe uns einen Wein mitgebracht. Ich mache den einfach mal auf. Ne? Ja. Was ist das? Weiß. Nur weiß und rot. Mit Rosé noch vielleicht. Stimmt.
Ja, und dann machst du noch was anderes, ne? Genau. Hast du gerade gesagt. Genau, die Personal Trainings, wo man halt 1:1 mit mir trainiert, ganz individuell, ne, mit Trainingsplanerstellung. Also und da bist du so Quereinsteiger jetzt als Personal Trainer? Also hast du früher aber selber für dich auch aktiv Sport gemacht? Ja, ja. Ja, und was war deine Disziplin? Ich war Kampfsport. Kampfsport? Na, da wäre ich Judo, gar nicht drauf Karate. Gekommen. Echt? Ja. Judo und Karate? Ja. So lustig. Ja, wir hatten, das interessiert mich auch. Ja. Wir haben vor einigen Folgen mal eine schöne Geschichte über Kampfsport gehabt, ne? Ja. Das war ganz cool mit Basti. Musst du mal reinhören. Falls ja, Sebastian Seitz heißt der, ja. Der macht so, genau. Aber der hat verschiedene Stile und der hat so seinen eigenen Selbstverteidigung. Geht's aber dann eben um Selbstverteidigung. Mhm. Also so aus verschiedenen Techniken, die es so gibt. Hat der sich so da was zusammengebaut. Ja, cool. Ein Stil und dann bietet er das an, halt auch gerade für Frauen auch, ne? Und ja, ja, auch für Frauen, genau. In Berlin so als, ja. Das ist total damit wichtig. Sich fühlt, das hatten wir vor ein paar Wochen erst, hatten mein Bruder und ich, also mein Bruder ist auch hochgradig sportinteressiert und Sozialarbeiter und lebt in Potsdam. Und wir machen halt ganz viele Sachen auch gerne beruflich zusammen und hatten gerade vor ein paar Wochen einen Workshop für Selbstverteidigung für Frauen. Ja, das habe ich gesehen auf Instagram. Ja, das fand ich genau, das war richtig cool. Also wirklich kleine, coole, unanstrengende Moves für Frauen jeglicher Größe, jeglicher Statur, wenn Männer einem zu nahe kommen oder auch mal richtig dumm. Und das hat mega Spaß gemacht, den Frauen. So, weil also dieser Draußensport, also ist jetzt um 5 dunkel, ne? Und ich habe 3 Abendkurse in Potsdam, die 19 Uhr anfangen. Das heißt, die Frauen kommen im Dunkeln und fahren im Dunkeln. Und viele haben halt schon gesagt, na, ich komme jetzt mit dem Auto, mit dem Fahrrad ist mir die Strecke nichts. Und dann schwillt mir immer der Kamm, dass die sich nicht sicher fühlen. Ja. Und so ausweichendes Verhalten an den Tag legen. Da habe ich gesagt, okay, lasst uns einen Kurs machen, damit ihr euch sicher fühlt, ein bisschen wehrhafter seid, eure Kraft einschätzen könnt, so. Und das hat richtig Spaß gemacht. Das ist echt wichtig. Und die wollten dann gleich für ihre Kinder, dass wir das für die Kinder auch nochmal machen, gerade für die Teenager-Mädchen. Ja. Das werden wir dann machen, wenn jetzt so, es nicht mehr ganz so kalt ist draußen, werden wir das für die Kinder auch nochmal anbieten. Oder macht ihr so Pratzentraining auch? Definitiv Pratzentraining, damit sie erstmal wissen, wie schlag ich überhaupt, wie stark bin ich überhaupt, wie fühlt sich das an. Was hast du gesagt, Pratzen? So Pratzen, das sind diese großen Teile, die man in den Händen hat und dann kannst du mal... Dann kannst du richtig... Das dann sagst, dann hat der Trainer dann... Ja, genau. Ich kannte den Begriff gar nicht, Pratzen. Lustig, ne? Ja, aber auch ganz einfache Moves, wie ich ihn auf Abstand halte. Und es geht ja, bei Selbstverteidigung geht es ja schon mit Mindset los. Wenn ich unsicher bin, riechen das so eine Menschen, / Männer, auf 100 Meter Entfernung. So. Und dann ist man Mode. Ja. Aber wenn man sich wehrhaft fühlt, wenn man eine Idee hat, wer man ist, wie groß der eigene Vorgarten ist und dass da gefälligst keiner drin rumzutrampeln hat, also wenn man ein Standing für sich hat, dann wirkt das schon mal ganz anders nach außen. Dann wird man nicht so schnell dumm angequatscht. Ja. Und wenn es dann eben doch mal passiert, haben wir viele coole kleine Sachen gelernt, geübt. Um den wieder loszuwerden. Der ist ja auch so, also ich habe ja auch so Kampfsport früher gemacht, so es fing an mit so Boxen, Kickboxen. Als ich bei der Armee war, hat man so ein bisschen Karate auch, der eine, der da war, der hat uns Karate gezeigt. Und daraus ist dann nach dem Kickboxen, der Trainer war auch mal so offen für andere Sachen, da sind dann auch mal andere Sachen so dazugekommen. Und ich bin ja auch so ein bisschen schmächtiger und das war immer ganz witzig eigentlich so, dass man dann, ja, die Füße bleiben halt unten, Hände oben und so, dass man so sich so ein bisschen auf einfache Art und Weise auch zur Wehr setzen kann. Klar. Mit effizienten Sachen halt. Ja, es muss schnell gehen, es muss machbar sein und ich muss in der Situation dran denken können. Weil wenn ich Angst habe, kann ich nicht mehr gut deswegen denken. Deswegen lieber 3 Sachen richtig können als Haufen. Genau. Ja. Genau. Ja, nicht schlecht. Dann probiert mal den Wein. Ja, vielen Dank. Der heißt Foley vom Weingut Mercury. Sehr griechisch. Griechischer Wein. Ihr trinkt hier immer griechischen Wein? Ja, Andreas, der absolute Griechenland. Genau. Und vielen Dank. Griechische auf die Gesundheit. Zum Wohl, Yamassiana. Yamassiana, das passt auch gut. Ah ja, Yamassiana. Oh, lecker. Ja, passt auch gemessen, auch ziemlich warm hier. Ist schön warm. Draußen ist kalt. Also da ist wärmer als hier. Das ist immer, ja. Ich habe hier drin noch Tiropita. Also so Blätterteig mit Schafskäse. Ist sogar noch warm. Brauchst du ein Messer? Hast du selber gemacht? Nee, das sind drei Stücke sozusagen. Wow, danke schön. Gerne. Ich habe die ganze Nacht den Blätterteig ausgerollt in Haufen dünne
Nein, der war jetzt tatsächlich ein fertiger. Mhm. Hatte ich gekauft, weil wir irgendwie letztens Besuch hatten und dann dachte ich, die mögen das auch sehr gerne. Und dann sind wir aber nicht zugekommen und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich ihn schnell mal warm. Ne? Danke. Also ist sozusagen vegetarisch, aber nicht vegan, weil Schafskäse. Ja, du bist ja das Väterchen, hast du Väterring gemacht. Ja, genau, ist Väter drin, genau. Ja, ja. Und nochmal zurückzukommen auf den Selbstverteidigung. Ja, viele Frauen sind ja eh nicht so, die wissen ja gar nicht, wie es ist, zuzuschlagen. Die trauen sich das nicht. Man hat ja total die Hemmung. Sie trauen sich's nicht. Das war auch bei dem Kurs ganz offensichtlich, dass sie sich nicht trauen, weil sie könnten dem anderen ja wehtun. Das war die erste Hemmschwelle, die wir abbauen mussten, weil wenn mir jemand aufs Fell rückt und ich das nicht will und er es aber nicht akzeptiert, dann darf ich ihm ruhig wehtun oder muss, um mich selbst zu schützen, dann eben sehr deutlich werden als Frau. So. Und der zweite Hemmschuh war, was eigentlich total niedlich ist, aber an das Gute zu glauben bis zum letzten Moment. Naja, ist, ne? Dieser, naja, vielleicht hat er wirklich kein Geld und oder will nur die Uhrzeit wissen. Ja, ja. Bis zum letzten Moment an das Gute geglaubt. Wie gesagt, das finde ich ja sehr ehrenhaft, aber in den falschen Situationen hat man da schon 2 Meter krass verloren, die kriegsentscheidend sein können. So. Ja. Und ihnen beizubringen, ne, wie sind denn Männer drauf, die, ich sag mal, was Doofes im Schilde führen oder etwas im Schilde führen, was du garantiert nicht möchtest mit einem wildfremden Menschen? Ja, woran erkennst du den dann auch? Ja. Ja, wie bewegt der sich? Wie kommt der auf dich zu? Wie fühlt sich denn das dann an? Ne? Mhm. Und dann auch danach handeln zu dürfen, wenn ich ein doofes Gefühl habe. Mhm. Das war die zweite Hemmung, die wir abbauen mussten. Laufen die anders? Ein bösartiger Mann, der gerade was im Schilde führt? Ja, also wenn ein Mann mich nach der Uhrzeit fragt, einfach nur so, dann kommt er anders auf mich drauf zu, als wenn er der Meinung ist, so, die nehme ich jetzt mit. Definitiv, definitiv. Also mir ist es mal passiert, da war ich arbeitsmäßig im Ruhrpott drüben da, war abends unterwegs und da kamen mir auch 2 Gestalten auf dem Fußweg entgegen und der eine hat dann extra noch, ich hab's noch heute vor Augen, hat extra so eine Biege gemacht, um mich zu rempeln und dann hat er mich angemacht, ja, was das soll. Als wenn ich ihn angerampelt hätte, weißt du? Ja. Da wusste ich schon, ey, Alter, was soll das denn jetzt? Ja, dann wollte er mich irgendwie treten, dann ist er gestolpert und hingefallen und ganze Zeug. Und da habe ich so mein Spielchen draus gemacht. Ich bin dann immer ein bisschen schneller gelaufen, habe die rankommen lassen. Und dann, weißt du, da war zu der Zeit, wo ich so ein bisschen mehr Sport gemacht habe, hätte ich sowieso keine einholen können. Okay, gleich noch Training. Gleich die immer rankommen lassen, weißt du, da ist wieder eine Chance. Haben sie gewittert, kamen sie ran, dann bin ich wieder los. Ran, los, weißt du. Das war echt lustig. Ja, da ich nur Glück gehabt. Da waren halt 2 Leute, man weiß ja auch nicht. Die können ja auch Glück haben, dass sie mich dann blöder erwischen und dann ist auch mal scheiße, ne? Deswegen dann lieber erstmal die Beine in die Hand nehmen, aber sowas und unterhaltsam so ein bisschen. Ja. Das ist schön, das ist das Beste draus gemacht. Ja, hat Spaß gemacht, nicht schlecht. Aber andere Adrenalin kommt dann schon rein und man denkt dann auch, naja, vielleicht hätten die auch mal eine geben können, damit er sich immer ein bisschen was merkt, dass man einfach die Leute auf der Straße so, aber dann letzten Endes hat ja Sebastian auch gesagt, lieber mal Konfrontation aus dem Weg gehen. Ja. Das ist schon immer besser. Hm. Klar, solange das möglich ist, unbedingt. Ja. Also deeskalierendes Verhalten ist wichtig. Aber es gibt Momente, wo derjenige dann trotzdem nicht aufhört. Nee, eben, ja. Oder wenn der jemand kommt, in die Haare zieht, ne, oder dich antatscht als Frau. Oder hältst du mit zu Tücher, geht ja ganz schnell. Da drehst du nur einmal zu, da ist die Luft raus. Also, und das ist dann natürlich ganz klar der Fall, da musst du dich wehren. Ist dir selber schon mal passiert? Früher als Jugendliche, aber jetzt als erwachsene Frau. Noch nie. Ich kam ja auch mit meiner Freundin manchmal rum, also jetzt wirklich, also ich bin dann auch kein Bär, wenn man jetzt auf die Fotos sieht. Der keine Chance. Nee, die kann, geht nicht. Also gegen mich, ich bin ja schon schmächtig und sie ist ja fast gleich groß wie ich, die hat keine Chance. Gegen dich? Ja, ich will das jetzt nicht so, aber ist halt echt schwierig für eine Frau, so selbst für. Natürlich, wir haben nicht so viel Kraft wie Männer. Ja. Das ist nun mal so. Ja. Genau. Ja, also das war echt spannend, lehrreich und die Frauen waren begeistert hinterher. Das ist ein Projekt, was wir auf jeden Fall nächstes Jahr wiederholen werden. Ja. So. Genau, und so lassen wir uns immer viele neue Sachen einfallen. Waldbaden mache ich mit meinem Bruder noch sehr gerne für Selbsthilfegruppen. Waldbaden? Waldbaden. Im Wald. Okay. da gehst du halt super, super, super langsam durch den Wald. Okay. Auch so richtig mit ins Laub legen, oder? Nee. Ich hatte gerade kurz überlegt, ob
ihr dann an irgendwelche Waldseen geht oder nee, tatsächlich nee, so. Nee, okay, nee. Es hat mit Baden, Wasser oder Ausziehen nichts zu tun, sondern einfach völlig Entschleunigung zu üben und immer langsamer zu werden und immer mehr bei sich anzukommen und den Wald auf sich wirken zu lassen. Das ist cool. Ich habe mal. Barfuß dann auch oder je nach Jahreszeit dann? Ja, ja, wir haben auch Barfußteile mit drin. Ja, also wir machen das ja mit Selbsthilfegruppen, das heißt, das sind ja manchmal körperlich eingeschränkte Menschen oder auch psychisch belastete Menschen. Und das müssen wir dann immer je nach Gruppe dann immer anpassen. Das ist ganz viel möglich. Ja, das ist auch ein total spannendes Projekt. Finde ich gut. Ich habe mal, als ich fürs Abi gelernt habe, habe ich mich mal ganz bewusst den ganzen Tag in den Wald gesetzt und habe im Wald gelernt. Herrlich. Total spannend, was so passiert, wenn du irgendwie 6 Stunden am gleichen Fleck sitzt. Ne? Das war echt geil. Also ich habe also diese Bilder habe ich noch wirklich noch genau vor Augen. Also cool. Das hat sich richtig eingebrannt. Ja, ich habe auch mal aus einer Studie gelesen, da ging es um eine psychotherapeutische Einrichtung und die, die auf den Hof geschaut haben, die wurden später entlassen als die, die in den Wald geschaut haben, also auf der anderen Seite. Das gleiche Haus. Das, was das ausmacht, wenn du den Wald vor der Nase hast, praktisch. Oder jetzt so wie ich hier mit den Bäumen, in den Bäumen lebe und so. Ja, das ist wie Medizin. Und die Natur auf jeden Fall. Ja. Kann man nur immer mehr Leute animieren, nicht so viel vom Fernseher Wälder anzuschauen im Fernsehen, sondern reinzugehen. Ja, genau, voll krass. Total spooky. Ja, es ist spannend zu sehen, wie die Leute ganz oft mit total viel Energie und so einem Spaziergeh-Schritt dann voraus Asten, sag ich jetzt mal. Ne? Und wenn wir dann so die erste Ankommrunde gemacht haben und dann schon die ersten Aufgaben für Achtsamkeit, da geht es ja viel um Achtsamkeit, erstmal alle Sinne anzusprechen. Und dann werten wir das auch immer aus, weil die müssen das ja auch loswerden, was in denen dann passiert, wenn man seine innere Stimme auch so krass hört. Wenn man mal selber still ist und keiner mit einem selber spricht und das aber, dass ich ja mit mir selber permanent rede und was rede ich mir denn eigentlich den ganzen Tag davor und höre ich dazu und glaube ich das dann vor allen Dingen auch. Ne? Das ist ja auch ein Bereich, den ich im Coaching halt total oft habe, dass so die inneren Stimmen antreiben, runtermachen, negative Sachen erzählen und die Leute das glauben und danach handeln. Ja, Ding ist ja, den Kopf kannst du eben so schlecht ausschalten. Das ist das Problem. Ja, also, ja das muss man üben. Ich renne ja auch die ganze Zeit durch die Weltgeschichte und ständig ist bei mir da Strom drin. Ja. Aber das wird dann beim Waldbaden wirklich von Stunde zu Stunde wird das besser. Naja, bei mir ist dann schon so, ich brauche da mehrere Tage und dann muss auch mal das Handy weg. Das ist halt natürlich schwierig, wenn du Alleinunterhalter bist und kriegst ja auch im Urlaub deine E-Mails und wenn du die nicht beantwortest, dann hast du halt nach dem Urlaub keine Arbeit. Ja. Das ist halt ein bisschen das Problem. Ja, das kenne ich auch. Ja, die Kunst ist davon, sich nicht stressen zu lassen. Ja, eben. Naja. Oder muss es jetzt zukünftig auch anders organisieren, also dass da noch jemand E-Mails beantworten wird. Du willst expandieren. Ja, habe ich schon mal irgendwie angedacht, aber dann hat man ja die Pandemie-Geschichte hier, dann war ja nicht so, dass man jemand einstellt in der Zeit und jetzt ist Inflation so ein bisschen. Dann wird es ja auch nicht unbedingt. Immerhin bist du nicht abhängig vom Gas. Nee, das nicht, nee. Und das Holz habe ich schon vor 3 Jahren bezahlt. Noch das jetzige. Jetzt schon fast runter, da. Schöne Glut. Ja, cool. Warm, ja. Herrlich ist das. Ja, und dann ist es auch so, wenn mir kalt ist, wenn ich aus der Jurte komme, also ich brauche auch abends noch 5 Scheiter Holz zum Einschlafen, ansonsten brauche ich den Tag über nicht. Und wenn ich früh rauskomme, mir ist kalt, dann kann ich Laub harken, dann wird mir schon das erste Mal warm und so Tätigkeiten. Oder Holz hacken ist auch immer super. Ja, stimmt. So Dinge, die auch verloren sind, also ursprüngliche Teile, das ist echt. Und Coaching hattest du erwähnt. Mhm. Was coachst du? Wen, meinst du? Wen oder was? Welche Art von Coaching betreibst du? Meine Lieblingsklienten sind ehrlich gesagt Elternpaare. Also Paare, die Kinder haben und ja dann Eltern sind. Das sind meine Lieblingsklienten. Weil es mir total wichtig ist, dass Kinder glücklich in Familien aufwachsen. Mhm. Aufgrund meiner Erfahrung als Sozialarbeiterin habe ich ja viel gesehen und erlebt und musste halt immer wieder feststellen, wie wichtig eine funktionierende Paarbeziehung ist, zusätzlich zur Elternbeziehung, um eben gut für die Kinder da sein zu können. So. Und das möchte ich jetzt in die Welt tragen, sensibilisieren dafür, dass eben Eltern auch immer noch ein Paar sind und dass man diese Art der Beziehung hegen und pflegen darf, auch wenn man Kinder hat oder auch muss.
und sie gießen muss wie eine Pflanze, die noch wachsen kann und tiefere Wurzeln kriegen kann, damit man eben ja gut für sich selbst sorgt, gut für die Liebe sorgt und dann eben auch richtig tolle Eltern sein kann für die Kinder. So, Kinder kriegen so viel mit, die haben so eine feine Antennen, beziehen viele Sachen auf sich, machen mit, also da ist so viel möglich, was so eine Kinderseele belasten kann. Ich denke, okay, das ist schade und das muss nicht nur tun. Ja, das ist ein schöner Ansatz, ja. Das, ja. Den Eindruck habe ich auch manchmal. Ich habe jetzt keine Kinder und... Du hast Ziegen. Ja, Ziegen, fünf, na, meine Freundin, ja. Ich habe nur meinen Landeskater. Aber, was wollte ich sagen? Das habe ich oft gesehen im Bekanntenkreis jetzt, dass das dann alles den Kindern untergeordnet ist, auch die eigene genau. Beziehung. Und ja. Wenn das auf der Strecke ja, bleibt und die Eltern sich ja selbst versklaven, wenn die Kinder bis um 10 wach bleiben, das war bei meinem Bruder immer so, dann kannst du ja auch, dann hast du ja gar keine Zeit für eine Beziehung, wenn die Kinder so lange genau, rauschen. Wer keine Zeit als Paar verbringt, ist eben auch keins. So, und dann lebe ich dann in einer WG mit einem männlichen, erwachsenen Mitbewohner und Kindern. So, und der funktioniert super, dieser Zustand, ja. Bis die Kinder raus sind. Aber Liebe, Freude, Zuneigung, emotionale Wärme oder auch mal Reibung, also findet dann halt ja nicht mehr so viel statt. Und das macht die Menschen unglücklich. Weil eigentlich lieben sie sich ja im besten Falle noch. Und dann werden sie unglücklich, die Bedürfnisse sind nicht erfüllt und dann überträgt sich das so oder so auch auf die Beziehung als Eltern und dann eben auf die Kinder. So, und da möchte ich Mut machen, den Eltern eben sich darum zu kümmern. So, die Scheidungsraten sind exorbitant hoch. Ja, wenn die Kinder so 3, 4 sind, steigt die Scheidungsrate exorbitant an, immer noch. Und das ist ja so verrückt, weil wenn die Kinder 4 Jahre alt sind, hat man ja das Gröbste geschafft. Also das Schlimmste ist ja gefühlt vorbei. Ne? Und ja, und dann gucken, also dann ist eben alles kaputt im schlechtesten Falle. Weil man 4 Jahre lang durchgehalten hat, weggeatmet hat, sich gesagt hat, ach na ja, wenn dann, jetzt ist gerade so stressig, weil das wird schon wieder, ne? Immer diese verschiebenden Gedanken auf später. Und dann ist es halt leider irgendwann zu spät. Dann sage ich, aber ihr habt doch Kinder gekriegt, weil ihr euch mal geliebt habt. Das ist doch so schade drum. Ja. Kämpft drum, macht was draus. Eure Kinder, also, weil sich als Eltern zu trennen, kann man machen, aber es funktioniert ja nicht wirklich. Man wird durch die Kinder immer verbunden sein. Der andere Elternteil ist immer Teil deines Lebens. Ja, das ist ja dann das nächste Ding, wenn es dann doch auseinandergeht und ja, also ob ich es erlebt, jetzt auch im Familienkreis. Ja, wenn es dann über die Kinder ausgetragen wird, dann der Konflikt, ne, obwohl die schon auseinander sind. Und das ist ja dann auch schwierig. So. Und im Freundeskreis ist das auch so. Und das kommt ja eben dann noch dazu. Also wenn dann eine Trennung ansteht, wo ich ja nicht gegen bin, also wenn es nicht mehr geht, geht es nicht mehr, um Gottes Willen. Aber auch eine Trennung muss gut gemacht sein. Ja, eben. Also mit Kindern, damit dann genau das nicht passiert. Ja. Loyalitätskonflikte über die Kinder, Streitereien. Ne? Ich dachte, na, ihr habt euch doch getrennt, damit ihr euch nicht mehr streitet. Das hat ja jetzt nur nicht geklappt. Also, ja, so, genau. Das coache ich total gerne. Also Paare, mit denen gehe ich dann auch raus. In Aber ist jetzt bei dir persönlich nicht so, wie das Schuster schlechte, die schlechtesten leisten? So ist es nicht. 4 Kinder von 5 Männern? Nee. Nee. Mein Freund und ich sind jetzt seit, ich glaube, 23 Jahren, ich habe neulich mal nachgezählt, sind wir jetzt zusammen. Ach echt, krass. Ja, und 2 Kinder, die sind 16 und 11, 2 Raketenmädels. Ja, und wir sind sehr glücklich miteinander. Oh, schön. Aber ich selbst bin ein Scheidungskind. Ah ja. Genau, dann gehen wir halt raus, im Park, ans Wasser, in den Wald. Potsdam bietet da ja super viele tolle Möglichkeiten. Und ich erlebe, dass es gerade für die Männer sehr viel einfacher ist, an der frischen Luft in der Bewegung, also beim Spazierengehen, Gedanken zu ordnen, mal wirklich reinzuführen, wie geht's denn mir wirklich, dafür Worte zu finden, vielleicht auch mal Stille auszuhalten, finde ich es in der Natur einfacher, als in so einem Raum, wo man sich so anguckt und dann ist der dran mit reden und der denkt aber noch und das funktioniert ziemlich gut. Ja, in Bewegung ist eh besser. Das hatte ich, also mich früher auch so mit Bewegungskonzepten so ein bisschen beschäftigt. Und da gibt's ja eines, dass man sich in Bewegung besser artikulieren kann. Ne? Das machen ja die Texte lernen müssen, Schauspieler zum Beispiel. Ja, die liegen ja auch nicht auf dem Sofa und lernen den Text, sondern die bewegen sich dabei. Oder auch die Mönche früher mit ihren Fersen da, die sind ja da auch immer in ihren Kreuzgängen auf und abgegangen.
Sachen zu lernen und das war damals auch Teil von dem, was ich mich da so hingelesen hatte. Ja. Das ist das, was ich beobachte, ne? Wenn die kommen, sie sind ja in einer Streit- oder Krisensituation, wenn die zu mir kommen, ne? Und wenn loslaufen, haben die so einen Stechschritt drauf, so. So, dann denke ich mir, okay, jetzt lasse erstmal ein bisschen laufen, dass ein bisschen was runterkommt, ne? Ja. So, und im Laufe der Stunde wird es dann immer langsamer. So, und das eben bei sich ankommen. Unser Alltag ist so gehetzt, ja. Also auch Menschen ohne Kinder haben zum Teil einen anstrengenden Alltag, klar. Ne, und Familien noch mal mehr. Das dreht sich alles so viele Sachen, die gemacht werden müssen, und da wirklich bei sich zu sein, das ist nicht leicht. Dafür muss man sich Zeit nehmen. Die Zeit schenkt einem keiner im Alltag, die muss man sich nehmen. So, aber wenn das wäre dann das Krasse, wenn du einen Beruf hast noch heutzutage, du bist ja auch Berlin-Fahrer, du fährst eine Stunde hoch, Stunde zurück, oder? Ja. Dann hast du Familie, dann willst du auch mal ein bisschen Zeit für dich haben, wenn du angeln gehst. Ja, ja, klar. Ja. Also ich glaub, oder jetzt hier zu sitzen, so, jetzt musst du dir auch freischaufeln. Ja, aber ich glaube, jeder braucht tatsächlich solche Auszeitmomente. Ne? Ja. Ansonsten wirst du halt dann selber irgendwie, bist du unzufrieden mit dir, und dann leidet natürlich alles drunter. Ja. Glaube ich. Also Ich finde, das ist so. Also umso mehr wir uns von uns selbst entfernen, durch Stress, durch nicht hinhören, durch wegdrücken, durch nicht angucken, ne, kann ich jetzt nicht gebrauchen, parke ich irgendwo in meinem Körper, keine Ahnung. Das macht uns auf die Dauer krank, und nicht für umsonst gibt es ja psychosomatische Krankheiten. Weil sich das alles in uns irgendwo manifestiert, womit wir uns nicht beschäftigen wollen. So, das mag eine ganze Weile klug sein, manchmal Dinge zu parken, bis es einem besser geht vielleicht auch, oder man Hilfe hat, um bestimmte Dinge anzugucken. Ne? Aber irgendwann muss man sie angucken. So, und dabei helfe ich den Leuten total gerne. Also ich liebe Abgründe, ich stelle mich total gerne mit meinen Klienten an den Abgrund, und dann, schubst du sie runter. Um Gottes Willen, nee, ich nehme ihnen die Angst davor. Und das ist ja das Coole daran, die Chance zu sehen, wenn man da durchgeht, was man da hinterher für sich gewinnen kann, an Klarheit, an Emotionalität, sich wieder ganz zu fühlen oder ein bisschen heiler zu fühlen. Da einfach Lebensqualität zurückzubekommen, wenn ich ein paar Sachen aufarbeite. Ja, das Ding ist ja auch, und die Kunst ist ja generell so, es geht ja immer so wellenförmig, und ab wann hole ich mir Hilfe? Na, wie Menschen so sind, wenn es richtig wehtut. Ja, genau, dann ist das dann schon zu spät ist. Natürlich, das ist dann klar. Zu spät nicht, aber es wird dann immer komplizierter. Ja, eben. So sind wir Menschen. Wir gehen erst zum Sport, wenn der Rücken wehtut. Wir gehen erst zum Arzt, wenn der Magen wehtut. Wir gehen erst zu einem Berater, wenn der Mann gesagt hat, ich gehe jetzt. Oder wie, also mich rufen Männer an und sagen, meine Frau hat gesagt, wir brauchen Hilfe. Ich soll wen finden, der uns hilft. Sag ich, sehr super. Und was hältst du davon? Ja. Na, ich weiß nicht, worum es geht. Aber ich mach das jetzt. Ich glaube, sie meint das ernst. Sag ich, es ist toll. Termin vereinbart, habe ich gesagt, aber bitte sprich nochmal mit ihr, ob das jetzt wirklich so sein soll. 2 Tage später ruft er wieder an und sagt, Jana, ich muss den Termin leider absagen. Sag ich, was ist denn passiert? Sie hat mich gefragt, ob ich nicht zugehört habe vor einer Woche. Sie hat gesagt, ich soll ausziehen. Fertig. Okay. Zu spät. Mich rufen öfter Männer an, die geschickt werden, sagen, kümmere dich. Das ist ein Ausziehen, Einziehen, Ausziehen. Und dann haben sie das Termin machen so lange verschoben, dass es zu spät war. Ne? Ja. Oha. Ja, schade. Aber du hast ja dann eigentlich den total spannenden Job, ne? Weil du im Idealfall machst du Leute glücklich. Und ansonsten hast du halt auch nichts verloren, weil die schon unglücklich waren. Du kannst eigentlich nur gewinnen, oder? Finde ich auch. Ich mache sie glücklich. Entweder mit Bewegung oder mit Selbsterkenntnis. Hattest du denn mal so einen Fall, wo du gedacht hast, scheiße, das hat jetzt gar nicht funktioniert, total schade, traurig? Oder lehnst ab, oder? Wenn du sagst, jetzt kommt jemand zu dir. Kann ja auch sein, dass jetzt die Chemie nicht stimmt oder sowas, oder irgendwie, das spielt ja glaube ich auch eine Rolle, oder? Definitiv. Ich mache immer kostenlose Erstgespräche. Wenn Einzelpersonen sind, halt nur eins. Und bei Paaren mache ich 2, mit jedem Einzelnen, damit ich jeden Einzelnen kennenlernen kann, abchecken kann ungefähr, in welche Richtung das geht. Und dann sollen die hinterher miteinander sprechen. Wie fandst du Jana? Wollen wir mit der? So, dass die Chemie nicht stimmt, habe ich in meinen 16, 17 Jahren Berufserfahrung mittlerweile ganz zum Anfang, als ich noch neu war, in dem Job mal gehabt. Und seitdem nicht mehr. Okay. Also mein Menschenbild funktioniert so nicht mehr.
So, so sehe ich Menschen nicht mehr. Also wenn die Hilfe wollen, dann, also ich sehe immer etwas in ihnen, was total wertvoll ist. So, und womit ich in Resonanz gehen kann. Wegen Chemie habe ich noch nie wen abgelehnt. Und ich habe thematisch musste ich in letzter Zeit auch niemanden ablehnen, aber deswegen gibt's ja die Erstgespräche, dass ich abklopfe, ne? Also in welche Richtung geht das? Ist das ein Thema, bei dem ich hilfreich sein kann? Ja. Ich nehme nur Klienten, wo ich sage, okay, ich passe zu deinem Problem. Ne? Und dann hat ja der andere auch noch die Entscheidung zu sagen, okay, mit dir möchte ich gerne um mein Problem tanzen und eine Lösung finden. Und wenn ich merke, dass da Sachen gefragt sind, die ich nicht leisten kann, verweise ich die an Kollegen, ganz klar. Weil das ist wäre ja eine Garantie für Unglück oder für eben, dass es eben nicht klappt. Dann ist der Klient unzufrieden und ich auch. Und das muss man eigentlich haben. Jeder passe ich schon gut auf. Und in der Regel funktioniert das super. Sehr gut. Ich kenne es vom Langlaufunterricht auch. Da kommen manchmal Menschen an, da siehst du schon, wie sie die Schuhe binden. Oh, das wird aber heute eine Stunde, weißt du? Ja, nee, echt, ist so. Dann fragst du, warum wollen die jetzt Langlauf? Das tut das schwer, auf einem Bein zu gleiten. Klar, da machst du Step by Step. Machen wir schon wirklich ganz, ganz smart alles, aber ja, trotzdem. trotzdem sind die happy. Nach 15 Minuten sind sie besser wie am Anfang. Das kriegt man schon hin. Ja, sie können sagen, mal was Neues probiert. Aber ja? Viele stellen sich aber, glaube ich, unter Langlauf was ganz anderes vor. Das total easy ist, aber ist es fast noch schwerer wie Alpinski fahren. Man muss ja nicht mit dem Alpinski auf den schwersten Berg gehen, aber man hat zumindest, ist man irgendwie stabiler auf dem Ski. Ich habe erst einmal in meinem Leben auf Skiern gestanden. Ja, dabei komme ich die Hälfte meines Lebens aus dem Harz. Ja. Ist nicht so meins. Wintersport ist nicht so meins. Nee, Schlittenfahren maximal. Echt, also noch gefährlicher. Aber mit Kindern geht man mal Schlittenfahren. Ach so, okay. Obwohl ich finde, also Langlaufski, das sieht immer sehr entspannt aus. Es sieht vor allen Dingen aber auch sehr langweilig aus, finde ich persönlich. Ja. Nee, ich mag immer mehr, je besser ich es kann, desto mehr habe ich es lieben, lieben gelernt. Weil dieser Rhythmus und dieser Flow, dieses Gleiten durch die Landschaft gleiten. Das ist meditativ. Das ist das Schöne, ja, eben. Das ist so was für den Kopf. Also das erzähle ich auch allen. Das total stressabbauend ist, wenn du da so mit so einem Rhythmus durch die Landschaft gleitest. Das ist so wie wenn ich. Ist nicht wie mit dem Joggen jetzt, da brauchst du ja auch einen Rhythmus, aber da hast du nicht diesen Flow, also gibt's auch einen Flow, kenne ich auch, aber ist nicht durch das Gleiten, ist nochmal anders. Aber ich kann mir vorstellen, was du meinst, weil wenn ich Skifahre, liegt ja Schnee. Das heißt, es ist ja alles sehr, also die Optik. Ich hasse Schnee. Ist immer die gleiche. Ich hasse Schnee wirklich. Ich finde Schnee total doof. Also ich sage immer. Du meinst Matschschnee, so wie in Potsdam immer. Nein, pass auf. Ich sage immer, und ich meine das ernst, ne? Ich sage immer, wenn die Leute schwarz-weiß mögen würden, dann hätten sie nicht den Farbfernseher erfunden. Ich mag dieses Weiße nicht. Und dann hast du normalerweise im Winter ja auch immer noch einen grauen Himmel und dann ist da einfach gar nichts Schönes, ne? Wenn die Sonne scheint und der Himmel blau ist, dann ist es okay. Aber dieses Grau, Weiß, Schwarz, ich weiß nicht. Mich macht das irgendwie depressiv. Aber in den Bergen mit Sonne? Nee, wo ich bin auf 1800 Meter Höhe, entweder schneit und danach ist wieder Sonnenschein. Die Bilder von dir, wenn du im Winter weg bist, die gucke ich mir so gerne immer an. Ja, sind das noch die Flipflops vom letzten Jahr oder sind das jetzt neue? Gut, manchmal, die Bilder sind schon ein bisschen alt, aber dann kommen die wieder mal da rein, weil es lustig war. Weil im letzten Endes kann ich ja jedes Jahr neue Bilder machen und sieht ja trotzdem wieder so aus. Stimmt, ja, eben. Das Gleiche. Ja. Aber trotzdem ist es immer schön, wieder da zu sein. Und ja. Naja, wird jetzt auch das letzte Mal sein, wahrscheinlich dieses Jahr. Wieso? Naja, wird eine letzte Saison dann. Da, wo ich hinfahre immer, der ist jetzt auch schon Rentner ein paar Jahre und der hört dann auch nach und nach auf. Genau. Und hat mal gesagt, jetzt macht er dieses Jahr nochmal, dass ich dann komme und ein bisschen Unterricht gebe und dann verkauft er alles. Und ich werde auch nicht woanders nochmal hingehen. Dann mache ich lieber selber für mich Wintersport. Ja, dann genieße noch es nochmal die letzte Saison. Ja. Oh, schade. Wird toll. Hat immer sowas von Abschied, ne? Klingt so. Ja, aber man hat ja, ist ja auch im Leben sowieso immer so. Gibt immer mal was Neues, dann ist auch wieder mal was vorbei. Ja. Und ja. Sehr lecker, den Blätterteig. Es hat sich gelohnt, dass ich die Nacht über den mega Blätterteig ausgerollt habe. Danke für deinen Einsatz. Ja, sehr gerne. Ja, wir hatten ja auch schon eine Sportköchin hier gehabt, ne? Ja, Katrin. Ja. Und sie berät praktisch Sportler auch, was so Ernährung, Sporternährung. So angeht. Sehr wichtiges Thema. Ist das bei dir auch Thema? Also Ernährungscoaching ist im Sport immer wichtig, weil, also je nach Zielsetzung des Klienten geht es ohne Ernährung nicht. Und viele, ich sag mal, also warum nehme ich nicht ab, warum nehme ich nicht zu, obwohl ich so viel Sport mache, das liegt halt an der Ernährung.
Das muss man sich dann angucken, ganz klar. Ja, aber muss man mal anhören, die Folge. Ich bin, war die aus Potsdam? Katrin Kotzig. Kotzibig. Ich lies euch mal nochmal nach, wo wir gerade bei guter Ernährung sind. Danke. Gerade Sportler, die wirklich Muskeln aufbauen wollen, ne, und eben viel Eiweiß oder brauchen. Fett verbrennen. Das ist immer spannend. Ich hatte mal einen Klienten, der hat super motiviert beim Workout mitgemacht. Also dachte, meine Güte, wie geil, der meint das richtig ernst. Ich war so stolz auf den. Er hat nicht ein Gramm abgenommen. Und ich war ganz am Anfang von meinem Personal Trainer. Ich dachte, sag mal, was ist da los? Was ist da los? Aber wenn du Muskeln aufbaust, nimmst du doch zu, oder? Naja. Was ist der Unterschied dann zum Bodybuilding, oder? Ja, ja. Naja, aber ich hatte eins vergessen. Ich habe eben nicht meinen Ernährungscheckup gemacht, als ich angefangen habe. Mittlerweile mache ich ihn ja immer. Und Alkohol hemmt halt die Fettverbrennung und die Kohlenhydratverbrennung. Und dann ist halt nicht so mit Abnehmen. Okay. Ne? Wissen ja viele nicht, wissen auch die Klienten nicht. Und wenn die Trainerin das nicht weiß, ist natürlich blöd. Also muss man eben das auch den Klienten sagen. Ne? Okay. Am Sporttag eben ernährst du dich bitte so, lässt den Alkohol weg und. Damit überhaupt Resultate auch sichtbar werden. Das Bier nach dem Fußball genau das Falsche, ne? Der Wein beim Essen. Ja, das schmeckt aber leider sehr gut. Ja. Ja, weil alkoholfreies Bier, ich trinke gar nur so ein alkoholfreies Weizen und einfach so weggezischt, so auf Ex. Ja. Das ist gut. Sehr. Ja. Elektrolytlösung. Ja. Krümel hier euren Tisch voll. Ja, ich mit der Hand drüber. Das macht die Podcast sauber. Ah. Wo ist der? Ach, der liegt im Tiny House. Der Landeskrater. Ja. Der liegt im Tiny House. Hat das sich schön gemütlich gemacht. Genau. So, und wie lange machst du das jetzt, dein Coaching? Na, ich bin jetzt im fünften Jahr selbstständig. Okay, das hast ja auch schon einiges erlebt, ne? Naja, 3 Jahre Corona. Ja. Zweieinhalb. Da durftest du auch nicht arbeiten. Ich habe als Sportlerin Berufsverbot 2-mal. Ich durfte auch nicht draußen Sport machen. Nee. 2-mal 24 Wochen Online-Sport. Musste ich mich ein bisschen selber feiern. Ja, das ist ja auch krass, gerade was die frische Luft angeht. Ich habe das ja auch gelesen, aber ich habe jetzt gerade eine Erinnerung bekommen, da hatten sie Langlauf verboten. Du durftest auf der Langlaufloipe keinen Langlauf machen, das ist eine Einzelsportart. Ja, das ist echt so. Ja, neben der Loipe hättest du laufen dürfen, in unpräparierten Schnee. Und so einen Quatsch haben die gemacht, das war ja auch krass. Nee, Outdoor-Sport haben sie beide Male in den Lockdowns mit rausgenommen. Also von daher ist dieses Jahr... Nicht alle Sportarten, ich durfte immer angeln. Das war gut. Das ist gut. Ich habe viel geangelt im Lockdown. Das glaube ich. Ich kann mich da erinnern, es gibt hier so einen kleinen Waldsee südlich von Potsdam. Da bin ich früher öfter mal zum Angeln hingegangen. Da bist du völlig alleine mitten im Wald. Da ist kein Mensch. Ne? Teufelssee im Ravensperiode? Nee, der Linewitzsee. Und da geht auch keine Straße hin, sondern eine uralte DDR-Kopfsteinpflasterpiste mitten durch den Wald. Das ist ein toller See. Ja. Kleiner oder großer? Es gibt den kleinen und den großen, genau. Und ich habe immer am kleinen geangelt. Und dann bin ich irgendwann im Lockdown dahin gefahren. Ich dachte, was ist denn jetzt? Da standen da irgendwelche Schilder, bitte auf den Wegen bleiben und so. Und ich dachte, hier ist doch kein Mensch, was soll denn das? Ne? Und dann kamen wirklich unfassbar viele Menschen, die da spazieren gegangen sind, weil die Leute einfach, ja, du konntest ja nichts machen. Dann sind die Leute rausgegangen in die Natur. Das war krass. Aber jetzt... Und es sind auch ganz viele Leute joggen gegangen. Ich habe noch nie so viele Leute joggen sehen wie im Lockdown. Dachte, sehr gut, Leute, weiter so. Ja, nee, hat wirklich dann zugenommen. Ja. Also hier auch, war viel, viel unterwegs, ja. Nee, von daher ist dieses Jahr gefühlt seit meiner Selbstständigkeit das erste, was jetzt irgendwie dreimal von vorne angefangen hat, unter dem Motto. Ja. Plan A funktioniert nicht, Plan B funktioniert nicht, brauchst du plötzlich Plan C, denkst, oh, Plan C hatte ich jetzt eigentlich nicht in der Tasche. Okay, gut. Aber ich bin frohen Mutes, es macht mir Spaß nach wie vor. Ich mache ja das, was ich liebe. Das ist ja das ist toll, ja. Ich sag immer, seitdem ich nicht mehr arbeite. Also so empfinde ich das, dass ich nicht mehr arbeite. Weil das ist ein ganz anderes Gefühl, seitdem ich nicht mehr arbeite. Naja, ich finde manchmal so ein bisschen Stress. Also hier ist es jetzt so auch so, dass dann eben das so Tsunami-mäßig teilweise mal ist. Entweder kommt alles zugleich oder du hast gar nichts. Und dann hast du dann da, wo mal nichts ist, dann musst du aber das alles immer nacharbeiten. Ja. Und dann geht's gleich wieder so vorwärts. Ja. Also kommt man nicht ganz so zur Ruhe. Also ich würde mir dann wieder manchmal so ein bisschen wünschen, wie es so am Anfang war. Da war oft nichts und dann konnte ich wegfahren. Läuft es zu gut. Ja. Na, durch meine 16 Jahre Familienhilfe habe ich einfach auch schon super viel gelernt, was so Selbstorganisation angeht. Du arbeitest da ja komplett selbstständig.
Also du hast ein Team und eine Chefin und einen Träger, aber du gehst allein zu den Familien. Du machst die Familien mit die Termine alleine. Berichte schreiben, Termine beim Jugendamt, beim Gericht. Also du bist für die Ausgestaltung und den Erfolg dieser Hilfe einfach mal verantwortlich und kannst das ganz autonom, selbstbestimmt abarbeiten. Hm. Großartig. Und so arbeite ich ja nach wie vor einfach weiter. So, von daher hat mich das, ich habe mich nie als Selbstständige gesehen, als Sozialarbeiterin, das war nie in meinem Kopf. Muss das jetzt noch selbst die Rechnung schreiben muss? Ja, die 3 Minuten habe ich immer. Ja. Nee, ich habe schon mal Mühe, das Notebook aufzuklappen. Ja, aber wenn es eben offen ist. Rechnung dann, schreiben macht doch Spaß. Ja. Nee, und so ein Durchschnittscoaching, wie lang geht das? Unterschiedlich an die Verhältnisse angepasst der Klienten? Nee. Ich würde ja nur mit Menschen arbeiten, die wirklich sagen, wir wollen das jetzt klären. So. Das heißt, nach dem kostenlosen Erstgespräch gibt's mit mir eine Zusammenarbeit von 12 Wochen. Das sind 3 Monate. Mhm. Jede Woche ein Termin. Und wenn sie gut sind und mitmachen und auch, ne, dann klappt das, funktioniert das. Und manchmal müssen sie noch verlängern. Mhm. Das sind einfach Prozesse, die dann stattfinden. Die brauchen Zeit. So habe ich das aufgestellt. Also 3 Monatspakete. Auch beim Personal Training ist es genauso, weil ansonsten brauchst du halt einen längerfristigen Trainingsplan, sonst macht das alles keinen Sinn. So. Ja. Und der Kunde will ja zufrieden sein und dann muss man ihm erklären, dass das, was er will, eben nicht mit einmal im Monat Sport machen zu erreichen ist, sondern dass man jetzt kontinuierlich da eben dranbleiben muss. Und ob das nur die Beziehung ist oder der eigene Körper, nimmt sich da nicht so viel. Ja, vor allem muss das so wie andere Routine-Sachen, ne? Wie Zähneputzen, das machst du ja auch. Und dann musst du halt auch Sport machen oder Beziehungsarbeit, kann ich mir schon so vorstellen. Ein Freund von mir auch, da ist gerade auch alles explodiert da in der Beziehung und jetzt hängen die da irgendwie dran in den Seilen da, nachdem alles fertig gebaut ist. Ja. Die hatten auch noch ein riesen Hausprojekt da, so einen Bauernhof. Und dann müssen wir noch schauen, wie sie das wieder alles auf die Reihe kriegen. Ist das eine gerade gestemmt, dann wird aber das nicht mehr, mit Hilfe. Ne? Guck mal, wenn das Auto kaputt ist, kann ich zur Not einmal selber reingucken. Aber eigentlich muss es ja in die Werkstatt, damit es ne, die Professionellen fertig machen. So. Und manchmal braucht die eigene Beziehung eben auch externe Hilfe, ne, damit das Problem schneller gelöst ist. Damit alle gehört werden, dass man sich nicht wieder verzettelt, dass man dranbleibt. Ne? Ein Dach bauen will, meinte so, ja, Lene. Kommt drauf an. Also ich nicht. Wenn du genug Schüsseln hast, kannst du es auch selber machen. Ja, so vergleiche ich das immer, damit die Leute das verstehen, dass wir professionellen Helfer, wir wollen denen ja nichts Böses und das heißt ja auch nicht, dass sie nicht stark genug sind, wenn sie etwas nicht alleine schaffen. Aber ich glaube, dass das noch viele so empfinden. So schlimm ist noch nicht, dass wir Hilfe brauchen. Das höre ich öfter. Scham. Das etwas nicht alleine zu schaffen mit dem Mann, mit der Frau, das spielt schon noch eine Rolle dabei, dass Menschen das vielleicht auch gar nicht oder zu spät in Anspruch nehmen. Ja, das Ding ist ja auch so, oft hast du es ja auch nicht im Leben, dass du so eine Situation hast. Also man ist ja auch schwer, dann daraus zu lernen. Klar, es gibt vielleicht dann den einen oder anderen, der permanent da irgendwie, aber der wird dann auch nicht so dran an der Beziehung klemmen, dass ihm das wichtig ist. Dann macht er lieber gleich Schluss, denke ich mal. Und ja. Aber für einen, den es wichtig ist, der wird so eine Situation nicht so oft erleben, glaube ich. Ja, da geht dir jedenfalls die Arbeit nicht aus, glaube ich, ne? Weil... Er wird ja auch geheiratet wie verrückt, ne? Also, du hast ja Scheidungsrate angesprochen, aber geheiratet wird er, glaube ich, auch viel. Das können ja nicht so viele scheiden. Ist halt auch, glaube ich, so ein Grundproblem in der Gesellschaft, ne? Dass Kommunikation insgesamt einfach auf der Strecke bleibt. Also es wird insgesamt ja viel zu wenig geredet, dann gerade auch über Gefühle und sowas. Ja, also wirklich miteinander sprechen und Und nicht per SMS Schluss machen. Das passiert wirklich immer noch, ist unglaublich. Nee, zuhören ist auch manchmal das Problem in Beziehungen. Weil, also wenn ich mit jemandem spreche, oder mit meinem, dann hören viele Menschen nicht dem anderen zu, sondern man hat ja in sich so einen Widerhall. Ne? Wenn du was sagst, dann denke ich, das habe ich auch schon erlebt und da könnte ich jetzt auch das sagen. Das heißt, ich höre eigentlich dir gar nicht wirklich zu, weil ich schon wieder mir selber zuhöre, wie ich meine Rede, die ich gleich loslassen kann, wenn du fertig bist, wie die dann aussieht. Und dann ist es kein Gespräch. Dann erzählen sich 2 Menschen etwas und das ist zum Teil auch schwierig in Beziehungen. Und das üben wir dann. Zuhören, ausreden lassen oder überhaupt Zeiten einzuplanen, wo Eltern dann miteinander sprechen, wenn das Kind im Bett ist, dass man sich dann wirklich trifft und sagt, so,
machen wir es uns gemütlich und jetzt reden wir mal miteinander. Kommt auch einfach zu kurz, weil dann jeder kaputt ist. Deshalb führen der Matthias und ich auch so eine gute Beziehung miteinander, weil wir uns regelmäßig zum Podcast in der Jurte treffen. Ja. Reden hilft, ich sag euch das. Na, ich habe ja auch so eine Karma-Geschichte. Meine Eltern haben sich auch immer oft gestritten und das habe ich von Kind an immer so erlebt. Und das hat mich im Erwachsenenalter dann auch mal eingeholt, dass ich in so Beziehungskonflikte eingeraten ist. Die schärfste Geschichte war gewesen, ich saß beim Freund auf Toilette und dann ging draußen, nicht draußen, aber in der Wohnung, also vor der Toilette, deswegen draußen, ging dann der Streit los zwischen ihm und seiner damaligen Freundin. Und das war ich eine Dreiviertelstunde, habe ich mich nicht aus dem Klo rausgetraut. Und am Ende haben wir im Wohnzimmer auf dem Boden gesessen, hier Arm in Arm, und dann habe ich nur ausgeheult und gesprochen. Das war du wolltest gewesen. Dich zwischen die Linien geraten? Nee, gar nicht. Das war eine Wortfetzerei. Ich dachte auch. Ja. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Wir waren in über Silvester 99, 2000 waren wir mit ein paar Freunden in Prag. Und da war ein befreundetes Pärchen dabei. Die kannte ich gar nicht so näher. Und dann irgendwie haben wir in der Silvesternacht irgendwie abends zusammen gegessen und alles war super. Und wir haben noch irgendwie die Pläne gemacht, wo wir dann um Mitternacht hingehen. Und plötzlich, wirklich wie aus dem Nichts, entstand so ein Streit zwischen den beiden. Die haben sich komplett angebrüllt und dann rannte sie weg. Und dann war die weg. Und er hat dann alleine ins neue Jahrtausend gefeiert. Das war echt total krass. Spektakulär. Ja, der Jahrtausendwechsel. Danach waren sie nochmal wieder zusammen, aber dann weiß ich nicht, ob das gehalten hat oder nicht. Das war aber für alle Anwesenden wirklich so, ups, was ja, nun, ne? Ja, da haben immer alle können wir jetzt noch feiern, stimmt, oder nicht? Unangenehm. Ja. Ach so, da war noch eine größere Gruppe auch noch. Ja, wir waren mit, ich weiß nicht, 8, 10 Leute oder so. Und es war dann wirklich so. Ja, das ist ja nochmal ein anderes Level, wenn man das vor anderen Kindern Charme können hat, wir sich jetzt da so die. Trotzdem gute Laune haben oder nicht. Aber viele haben Spaß dran vor Publikum. Warum? Hast du eine Erklärung dafür? Macht Streiten vor Publikum mehr Spaß? Es gibt Menschen, die entweder haben sich nicht im Griff und können das nicht vertagen, bis sie unter sich sind, also sehr explosive Charaktere, oder dieses, jetzt seht ihr mal, wie schwer ich's mit ihr oder ihm ja, genau, dieses Herausstellen, vorführen. Ja. Oder sich auch genau Verständnis erhoffen von den anderen, oder vielleicht auch Hilfe zu wollen. Aber, ja, aber das ist für andere unangenehm, das stimmt. Ja, deswegen sage ich Mut zur Ehrlichkeit, also ehrlich zu sich selbst zu sein, ne? Wie geht's mir, was brauche ich, wie kann ich das kommunizieren, dass ich das auch mir ermöglichen kann, was ich brauche, ne? Wie kann ich das kommunizieren, was ich von uns als Paar brauche, was ich mir wünsche, ne? Und das ist dann schon, ich sag mal, die halbe Miete für eine gute Paarbeziehung, die auch lange hält, wo man lange Spaß aneinander hat, ja. Ich meine, viele stellen sich das so vor und wollen das ja gerne zusammen alt werden. Das verspricht man sich, glaube ich, wenn man sich heiratet, oder? Ich weiß es nicht, ich bin ja nicht verheiratet. Nein. So, aber da muss man was für tun. Ja, das ist ja generell so, ja. Ja, aber die Leute machen es nicht. Nee. Das ist halt Beziehungsarbeit, das heißt nicht für umsonst so, sage ich dann immer. Klingt nach Arbeit. Ja, ist wahrscheinlich ein bisschen zu negativ konnotiert, ja. Nein, aber in der Regel hat man doch Freude daran, seinem Partner zuzuhören, sich gegenseitig zu unterstützen, zu helfen, neugierig auf den anderen zu sein, was miteinander zu unternehmen. So, wenn alles stimmt, dann läuft das ja von alleine. So, und wenn das eben nicht mehr von alleine läuft, dann hat es Ursachen. Genau. Ja, ich mag meinen Beruf sehr. Merkt man. Ist ja auch spannend, ne? So in unterschiedliche Charaktere, Beziehungen mal mit einzutauchen, finde ich ganz hochgradig interessant. Ja, das ist es. Ich werde ja irgendwann nochmal Psychologie studieren. Ne? Ich finde das spannend. Ja. Und hast du dann auch später nochmal Kontakt gehabt mit jetzt so? Mit den Klienten? Manchmal, ja. Ja. Wenn die mir den Feedback geben. Wir haben uns scheiden lassen. Ein Paar hat sich getrennt in Woche 6 vom Coaching. Oh. Haben sie sich getrennt. Ja, aber ohne das Coaching hätte sie sich das zum Beispiel nie getraut, das zu vollziehen. Okay. Das war bloß vorher nicht klar. Ja. Gut, ja, das hilft ja vielleicht auch dann, den Punkt zu erkennen, wa? Dass man ja. Das dann doch nichts mehr bringt. Ja.
Hat ja nur was ein Erleben, also. Ja klar, also wenn es nicht geht, geht's nicht mehr. Das ist richtig. Man muss nicht unglücklich zusammen sein. Nee, um Gottes Willen. Ist halt auch wichtig zu erkennen, ist es jetzt bloß mal eine Delle oder ist es wirklich das Ende? Von ja. So einem Kennt ihr den Witz mit dem 90-jährigen Ehepaar beim Scheidungsrichter? Nee. Die beiden sitzen da und sagen, sie wollen sich scheiden lassen. Und der Richter sagt, ja, ich mach das schon, aber erlauben Sie mir die Frage, warum jetzt noch? Naja, wir wollten warten, bis die Kinder tot sind. Ist hart, aber gut. Sehr lecker, der Wein. Ich werde mal das Etikett fotografieren. Wir haben uns das eigentlich immer mal vorgenommen und dann nie gemacht oder fast nie. Wie oft macht ihr einen Podcast? Monatlich. Einmal im Monat. Das ist eigentlich das Ziel, ja. Also monatlich wird da veröffentlicht. Dadurch, dass ich im Winter verreist bin, dann machen wir ein paar Folgen vorneweg. Ja, vielen Dank für das schöne Gespräch, ihr Lieben. Nee, echt toll, ja. Ich habe ja noch Ideen, wenn du jetzt mal so einen Selbstverteidigungskurs machst, dann kommt dir mal hier hinten lang im Dunkeln und dann komme ich mal so einfach so unangekündigt. Pass auf, du kriegst voll eins in die Fresse. Nee, ich hatte mal jemand kennengelernt, die hatten hier eine Weihnachtsfeier gemacht, die haben auch so Selbstverteidigung gemacht und die hatten so einen kompletten Vollschutz. Und da konntest du wirklich mal an denjenigen rangehen und dann so als wenn du jetzt den was angegriffen, so volle Kanne war, gucken, was geht. Weil dem tut's ja nicht ganz so weh dann, ne? Und das wäre mal interessant, so wie man dann so reagiert oder was dann. Dazu würde ich dir dann auch raten, wenn Jana hier mit so einer Selbstverteidigungsfrauengruppe über dich herfällt. Ne? Dann können wir ja so ein Ritterkostüm da anziehen, also aus Schaumstoff. Na, ich sag dir Bescheid, wenn wir das wieder machen. Dann kannst du dich gerne als Dummy zur Verfügung stellen für die Frauen. Ich bin auch auf der Suche. Irgendwo wollte ich wieder so ein bisschen früher mal in die Sadomaso-Studios, ne? Falls hier noch was dran ist. Schmerzen, ja. Nee, aber in Babelsberg gibt es die machen Material Arts, das ist ja auch eigentlich alle Kampfstile zusammen, so Nahkampf und Boxen und all. Oder halt gibt es auch Selbstverteidigung in Werder, habe ich das gesehen. Ich bin gerade so ein bisschen am Gucken, weil ich da auch wieder ein bisschen Lust drauf habe auf sowas. Ja. Auf Kontaktsport? Ja, schon. Krav Maga gibt es auch in Werder, das ist auch so. Selbstverteidigung. Was ist das? Da sind nur so eine Gruppe abonniert, die heißt aber Selbstverteidigung, steht dann immer drin. Okay. Genau der Name. Eine Freundin von mir geht dahin. Welche Querdenker, pass auf. Aber wir haben hier auch tolle WT-Schule in Potsdam, Wing Chun. Ist ja auch Selbstverteidigung. Ja, den Stil hatten wir auch mit bei, ja. Eskrima machen die da auch. Hat die auch gemacht, der Stockkampf, ne? Ja. Das ist ja eh gut, weil du kannst auch eine Zeitung nehmen und so statt Stock. Genau, das war auch spannend. Ja. Haben wir auch gemacht mit Hilfsmitteln, also wie dolle tut ein Portemonnaie weh, ne? Ja. Oder eine zusammengerollte Zeitung. Eine zusammengerollte Illustrierte, du machst einmal so, dann hast du aber richtig einen Zahn raus. Oder ich hier mit meiner schweren Wasserflasche, ne? Wenn ich irgendwo also das ist die krasse Waffe. Ja. Das habe ich nie so gesehen. Genau, die neuen. Ja, fass mal an, wie schwer die ist. Ja, klar. Boah, die ist wirklich schwer. Warum ist die so schwer? Die ist isoliert. Die hält das Wasser kalt. Das ist meine Sommerflasche. Wenn du die auf den Kopf denkst, dann hält sie nicht mehr kalt. Dann ist sie zu dünn an einer Stelle. Ja. Ja, die hat so einen schönen Henkel, ne? Da kannst du wie bei der Pistole, kannst du das Ding um die Finger schwinge ich, das genau, ich schwinge nicht meine Handtasche, sondern... Wie so ein Schako. Oh, die habe ich auch als Jugendliche geliebt. Ach, ich konnte das nicht mehr dazu. Ich habe immer Angst, dass ich mich selber verletze. Ohne, wir haben. Als ich 14 oder 15 war, bin ich mal überfallen worden. Ich war mit meinem Schulfreund zusammen in der Stadt unterwegs und wir sind irgendwie so am Rande der Fußgängerzone gewesen. Und dann kamen da irgendwie so 2-3 Typen um die Ecke und man, hey, kommt mal mit. Und ich so, hey, was wollt ihr? Und dann waren es plötzlich 12. So eine Gruppe um uns rum. Jetzt mitkommen, ein paar hundert Meter weiter war eine Schule. Und dann haben die uns da auf den Schulhof geleitet, uns an den Zaun gestellt. Und dann standen die 12 Leute um uns rum, so im Halbkreis an dem Zaun. Ach. Geld raus. Echt? Also, ja, scheiße, ne? Irgendwie so 5 Mark im Portemonnaie gehabt. Die Anführerin war eine Frau. Also ein Mädchen, die waren irgendwie so 16, 17 oder so. Und weil wir nicht so viel hatten, durften wir dann gehen, haben wir irgendwie noch irgendwie eine Backpfeife gekriegt und so. Und dann, verpisst euch. Und dann sind wir gerade wieder in der Fußgängerzone, haben überlegt, gehen wir jetzt sofort zur Polizei oder was machen wir? Und dann kam der Freund vom großen Bruder meines Freundes, der mit war. Der lief uns irgendwie über den Weg. Und meinte, hey, was ist mit euch? Ihr seht ja fürchterlich aus, was passiert, ne? Und wir haben ihm so ganz schnell erzählt, so ganz aufgeregt, was passiert ist. Und dann, das werde ich echt nicht vergessen. Da meinte der Typ, komm, wir gehen da hin, die sind bestimmt noch da. Und machte so seinen Mantel auf einer Seite, die Jacke. Und dann kam das Superman-Kostüm zum Vorschein? So ungefähr. Und er hatte eine Pistole in der Innenseite seiner Jackentasche. Boah.
Und wir so, what the fuck, was ist mit dir, ne? Und er meinte, ja, wir brauchen es ja nicht sagen, das ist meine Schreckschusspistole für Silvester, ich wollte die reparieren lassen, dann war irgendwie auf dem Weg zum Shop da. Und meinte, komm, wir gehen jetzt dahin. Und dann sind wir auf diesen Schulhof mit dem Typen und die waren auch wirklich noch da und im gleichen Moment kommt die Polizei auf den Schulhof gefahren, so wirklich so mit Blaulicht. Das hat der Hausmeister der Schule hatte gesehen, dass sie uns da irgendwie beraubt haben, hat die Polizei gerufen. Und die Polizei fragte auch, und ihr kommt jetzt hier mit dem großen Mann an und so, warum? So blöd Zufall. Ja, krass. Wie sind wir jetzt darauf gekommen? Selbstverteidigung. Achso, Pistolengriff an deiner Trinkflasche. Genau, das war's. Ja. Aber gut, gegen 12 hast du dann wahrscheinlich Nein. Ach, da geht ja Karten. Scheiß aufs Portemonnaie. Ja, ne? Meine Strategie wäre dann immer, wenn du keine andere Chance hast, dann musst du den größten oder den mit der größten Klappe raussuchen und den versuchen zu bezürzen. So. Ja, weil es gibt immer welche, die an... Nein, nicht bezürzen. Dann musst du den, also das muss dann klappen. Das ist meine Strategie. Den größten? Den größten oder den mit der größten Klappe. Genau. Der größte muss ja nicht der Anführer beste sein. Das stimmt. Sind immer meistens die größte Klappe haben. Und die anderen verstecken sich ja meistens mal dahinter, denke ich mal zumindest. Genau, du streckst den nieder und dann sagst du so, mein Onkel ist Bud Spencer, wer will als nächstes? Ne? Genau. Oh Mann. Die Bud Spencer-Filme habe ich geliebt als Kind. Oh ja, oh total ja. Großartig. Ja, der hat auch eine gute Kampftechnik, ja, immer so von oben herab. Von oben mit der Faust auf den Kopf. Das hier. Ja, das ist nicht herum. Ja gut, das hilft aber auch, dann ist er schwindelig. Wenn du ihn so auf die Ohren haust, ja, dann kann wirklich das Trommelfell klatschen. Schallert. Das schallert. Ach Mensch, wir hatten noch so ein friedliebendes Thema. Wie sind wir jetzt auf die ganze Gewalt gekommen? Ja. Das ist doch ein guter Schlusspunkt, oder? Ja, ne, ja, genau. Also vertragt euch oder es gibt Haue. Aber es tun Menschen nicht alles, um Körperkontakt zu haben. Ja. Schönere Dinge. Ja, definitiv. Naja, dann können wir fast Danke sagen, ne? Oder fast auf jeden Fall Danke sagen. Ja. Oder fast Tschüss sagen, würde ich sagen. Ich danke auch. War total schön hier mit euch am Kaminfeuer. Genau. Und wie finden die Leute Jana Gose? Jetzt habe ich deinen ganzen Namen auch mal genannt. Oh ja. Internetseite? Kontakte? Aufs Internet. Ja. Genau. Reboot-potsdam.de ist meine Webseite. Genau. Ja. Reboot geht um Neustart. Ja. www.reboot-potsdam.de oder Jana Gose googeln. Google, Tante Google findet das. Gut, wir werden es verlinken. Und ja, Instagram danke. Hast du ja auch verschiedene Seiten. Genau, für Lauf Mama Lauf und das Coaching sind zwei Seiten. Jana Gose Coaching. Super. Sehr gut. Vielen Dank. Sehr gerne. Na dann, wir sagen immer Stay Cuff zum Ende. Stay Cuff heißt? Chillig, achtsam. Frech, frisch. Fröhlich und frei ist ganz wichtig. Ja, das finde ich gut. Das finde ich gut. Ja. Na dann, stay cuff. Stay cuff, danke. Das waren Jurtegespräche. Bis zum nächsten Mal.